Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, heute geht es um das Trapez. Ja, wir haben gecheckt oder ausprobiert, welches dieser Vierecke ist denn ein Trapez? Und da sind wir ziemlich schnell drauf gekommen, dass das Trapez ein Viereck ist, das zwei parallele Seiten hat. Das heißt, eines dieser Vierecke ist kein Trapez. Und das ist das natürlich, das keine parallelen Seiten hat. Das als nächstes jetzt hier verschwindet. Das ist kein Trapez, alle anderen sind welche. Und die Eigenschaften des Trapezes habe ich euch nochmal kurz zusammengefasst. Zwei Seiten sind parallel. In dem Fall wäre das jetzt zum Beispiel bei diesem Viereck, ihr achtet, wo meine Maus ist, die beiden Seiten. Die beiden Seiten sind parallel, die beiden Seiten nicht. Deswegen habe ich das auch hier einheitlich markiert. In diesem Viereck, wenn man schaut, sind natürlich die beiden Seiten nicht parallel zueinander. Sehr wohl aber die beiden Seiten. Das heißt, die sind hier bei mir lila gefärbt. Das sind die parallelen Seiten. Das macht dieses Viereck hier zu einem Trapez. Und das ist natürlich auch ein Trapez. Da sieht man es vielleicht am eindeutigsten. Das sind die beiden Seiten hier parallel zueinander. Und deswegen nennt man das hier auch ein Trapez. Das ist aber noch ein spezielles. Das werde ich euch nachher nochmal sagen. Eine weitere Eigenschaft ist, dass parallele Seiten Grundseiten heißen und die anderen beiden Seiten heißen Schenkel. Also alles, was jetzt quasi hier lila ist, das nennt man Grundseite und die beiden anderen Seiten, die schwarz geblieben sind, die nennt man Schenkel. Jetzt gibt es ja auch noch was mit den Winkeln. Bei den parallelen Seiten ergänzen sich zwei übereinander stehende Winkel zu 180 Grad. Also bei den parallelen Seiten, das sind die beiden lilanen, ergänzen sich zwei übereinander stehende Winkel. Also in dem Fall die beiden hier, die ergänzen sich zu 180 Grad. Warum? Der Winkel hier kommt bei parallelen Geraden doch eigentlich hier oben nochmal vor, wenn man sich diese Strecke verlängert zeichnet. Das nennt man einen Stufenwinkel. Und dieser Winkel geben zusammen 180 Grad. Also der Stufenwinkel von Alpha ergibt mit Delta zusammen 180 Grad. Also ergeben auch diese beiden Winkel zusammen 180 Grad. Damit ergeben natürlich genauso mit demselben Gedanken Beta und Gamma 180 Grad. Hier, wenn ich Alpha und Delta wieder einzeichne, ergeben diese beiden 180 Grad. Warum? Weil wir hier wieder die parallelen Seiten haben und dann die übereinander stehenden Winkel 180 Grad ergeben. Zum Beispiel von hier nach hier würde das nicht gelten. Hier ergeben sie nicht zusammen 180 Grad. Aber dann ergeben eben auch diese beiden Winkel 180 Grad, in dem Fall wieder Beta und Gamma. Auch hier, wenn ich es ansortiere, Alpha und Delta und hier wieder Beta und Gamma. Warum jetzt immer Alpha, Beta, Gamma, Delta? Normalerweise ist es so, dass die Strecke AB und CD jeweils parallel ist. Also würde man das hier so benennen. A, B, C, D und auch hier A, B, C, D. Ich mache das jetzt nicht, weil es kann eben auch passieren, dass, dass diese Seiten hier AD und BC parallel zueinander sind. Dann heißen die Winkel anders. Deswegen bitte euch ungefähr so merken, dass eben bei den parallelen Seiten, wenn ich die identifiziert habe, die übereinander stehenden Winkel 180 Grad zusammen ergeben. Nur das gleichschenklige Trapez ist symmetrisch. Dieses Viereck ist nicht symmetrisch. Dieses Viereck ist nicht symmetrisch. Wir finden keine Symmetrieachse. Aber das hier ist symmetrisch. Warum? Weil die Schenkel gleich lang sind. Wir haben ja gelernt, dass diese schwarzen Seiten hier, dass die Schenkel heißen. Und wenn die gleich lang sind, dann ist es auch symmetrisch. Dann kann ich nämlich jeden Punkt auf dieser Seite genau auf den Punkt der anderen Seite abbilden. Und deswegen kann ich genau eine Symmetrieachse zeichnen. Das aber nur bei dem Spezialfall, nämlich dem gleichschenkligen Trapez. Was haben wir also heute gelernt? Wir haben das Trapez kennengelernt und wir wissen, das kann ganz komisch ausschauen. Aber sobald wir zwei parallele Seiten erkennen, dann spricht man von einem Trapez. Es gibt natürlich noch besondere Vierecke wie das Parallelogramm, das Quadrat oder das Rechteck. Auch die haben ja parallele Seiten. Das sind tatsächlich auch alles Trapeze, nur eben Sonderformen von Trapezen. Genauso wie zum Beispiel das gleichschenklige Trapez eine Sonderform des Trapezes ist. Das war's, bis zur nächsten Stunde.